Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 3 für die Xbox 360 auf der Xbox One, befinden uns hier in der Hauptbasis von Cerberus und wir sind dem Unbekannten auf der Spur. Ja. Noch ein Sicherheitsschloss. Ich kann es überbrücken. Mach mal. Team, sind Sie noch da? Wir halten uns mit dem Beschuss zurück, so gut wir können. Admiral, wir sind tief im Inneren und die Proteaner VE dürfte der sicherste Bereich der ganzen Station sein. Halten Sie sich nicht zurück. Das hier ist nicht Elysium, Shepard. Ich brauche keinen Helden. Ich schaff das schon. Erledigen Sie einfach Cerberus. Bitte. Verstanden, Commander. An alle Schiffe, Feuer frei. Ja. Und wie gesagt, wir sind auf dem Weg, den Unbekannten zu besiegen und ich muss jetzt mich echt zurückhalten, dass ich hier nicht irgendwie massiv spoilere, denn ich habe den ganzen Spaß schon mal gemacht. Denn mir ist während der Aufnahme etwas nicht aufgefallen, nämlich, dass wir nur die Hälfte aufnehmen. Ich habe ein schwarzes Bild aufgenommen mit Spielsound. Wow. Und da das hier das letzte Projekt auf meinem Kanal sein wird, wollte ich das einfach nicht so stehen lassen. Und dachte mir, deshalb nehmen wir hier diese Rüstung noch mit. Militärischen Kräfte kompetent. Sie wird das erledigen. Und, deshalb, wie gesagt, muss ich gucken. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel spoilere oder versuche nicht zu spoilern, je nachdem, ob ihr das... Ich weiß ja nicht, ob ihr das Spiel schon kennt. Und, ich gebe mir einfach Mühe. So, gucken wir uns jetzt erstmal hier dieses Videolog an. Bereit. Ihr Eifer ist lobenswert, aber an die Kybernetik muss man sich wirklich erst gewöhnen. Sie erinnern mich in der Tat an Shepard. Shepard hat Sie verraten. Shepard hält immer an seinen Überzeugungen fest. Er irrt sich, aber ich respektiere seine Entscheidung. Machen Sie nach Ihrer Therapie einen Plan für die Citadel. Was Herr Odina ist, gefügig. Jawohl, Sir. Und so ist Odina überredet worden. Ich hätte ihn gehabt. Schon. Aber der Rat hatte Priorität. Nicht Shepard. Nur wegen ihm ist der Rat noch an der Macht. Shepard beschäftigt die Reaper, während wir weiter forschen können. Aber sie werden ihre Chance auf einen Rückkampf sicher noch bekommen. Gehen Sie nach Tessia. Shepard kommt auch bald. Und sie erwarten ihn. Hier ist sie. Ausgezeichnet. Mit der Proteaner VI können wir herausfinden, was der Katalysator ist. Mit dem Durchbruch in der Zuflucht haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein paar lose Enden kappen. Shepard, er hätte auf Tessia sterben sollen. Soll ich ihn erledigen? Nein. Ich schreibe Shepard noch nicht als Totalverlust ab. Vorerst hat die Zuflucht bewiesen, dass man Reaper kontrollieren kann. Und sie zum Ziel gemacht, Miranda Lawson. Holen Sie die Daten von der Zuflucht. Und wenn Miranda Probleme macht, kümmern Sie sich drum. Aber mit Vergnügen, Sir. Das hat er ja Gott sei Dank nicht machen können. Stand jetzt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, keine Ahnung. Doch, eigentlich schon eine Ahnung. So, wir müssen zurücklaufen, weil dieser Teil hier, der war tatsächlich optional, meine ich. Also, es geht auf jeden Fall hier vorne, wo dieser blaue Bereich ist, weiter. Da habe ich auch in der ersten Aufnahme sehr lange für gebraucht, weil ich dachte, hier ist einfach so totes Ende. Nö. Nicht so wirklich. Proto-Reaper. Auf Menschenbasis. Eine Perversion. Ist das der, den Sie zerstört haben? Aus Ihren Überresten. Ich bin überrascht, dass Cerberus so viel aus der Basis bergen konnte. Es reicht aus, um Ärger zu machen. Cerberus setzt die überlebenden Teile aktiv ein. Der Zentralkern, er entspricht dem Herzen, ist größtenteils intakt. Ich nehme an, Cerberus benutzt ihn als Energiequelle. Und wenn,
dann haben sie immer noch einen riesigen Reaper hier rumhängen und das macht einen alles andere als ein gutes Gefühl. So, hier sind Scheiß-Phantome. Im wahrsten Sinne des Wortes Scheiß-Phantome. So. Ja, ich musste tatsächlich, um wieder hier hinkommen, hier hinzukommen, ein bisschen was nachspielen. Denn mein... Och, komm schon, ey. Was soll das denn jetzt hier mit der Deckung? Funktioniert ja hinten und vorne nicht. Ich musste, ja, so ungefähr eine halbe Stunde nachspielen. Einfach, weil ich die Sachen nicht auf, weil ich zu früh gespeichert hatte. Und hier daten sich ja die Speicherstände ständig ab. Das heißt, man hat nie alle Speicherstände beisammen. Und, ja, aber es ging eigentlich ganz gut. Ich habe dann, auf dem Fernseher ein bisschen nachgespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht deutlich mehr Spaß. Sehe mich da auch absolut bestätigt in meiner Idee, zu sagen, hier, ich werde diesen Kanal beenden. Ich habe einfach ein bisschen den Spaß am Spielen teilweise tatsächlich verloren, weil es anstrengend ist. Und gerade jetzt, ich sitze hier nicht in langen Klamotten oder so, aber es sind halt trotzdem 32 Grad oder 30 Grad hier in meiner Wohnung, je nachdem in welchem Zimmer. Und das ist einfach so unglaublich anstrengend. Und ich muss das jetzt machen, damit ich hiermit fertig werde und das ganze Ding endlich aus meinem, ich sag jetzt einfach mal, aus meinem Stresslevel verbannen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich total kacke finde, aufzunehmen oder so, aber im Moment macht es mich halt einfach fertig und ich will das guten Gewissens beenden, möchte euch ein cooles Finale liefern und genau das werde ich tun und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Ganze einfach nochmal zu machen. So. Wenigstens versucht es diesmal nicht, uns umzubringen. Das stimmt wohl. Wobei Javik dabei ja gar nicht dabei war. Da gab es Javik ja noch gar nicht. Beziehungsweise doch, es gibt ihn ja schon etwas länger, schon so 50.000 Jahre, aber Phantom. Kannst du das mal lassen? Bams. Leute, der hat gesessen. Der hat richtig gesessen. Und dich erschieße ich jetzt einfach mit meiner Durchdringung. Und du hast, glaube ich, keinen Schildgenerator mehr. So, perfekt. Oder ist da noch ein Schildgenerator? Ne, den habe ich ausgeschaltet mit den Granaten. Wunderbar. Also, oh. Achso, ne, ist nur der Generator. Okay. In anfänglichen Teilen des Spiels waren diese Schildgeneratoren gar nicht so schlimm. Mittlerweile sind die schon echt krass, weil so ein Nemesis oder so davon schon ordentlich zehren kann. So, hier nochmal kurz auffüllen mit Munition und Gedöns. Und ich glaube, dass wir jetzt ankommen. Proteaner VI finden. Ja, ich meine schon. Ich glaube, es gibt keinen Kampf mehr. Bis dahin. Gibt es denn nochmal eine Videosequenz? Das weiß ich jetzt auch nicht. Medikit, noch ein PDA. Ja, genau, Shepard. Genau so wollte ich das. Ist die Locust, die Suppressor voll? Nein. Können wir jetzt auch noch eben voll machen? Doch, ist voll. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass das so geplant ist, dass man entweder die Munition, die nachzuladen ist, oder eingeladen, die Munition aufs Maximum hat. Ich dachte, wenn man voll nachgeladen hat, kann man dann nochmal diese 10 Munition, diese 10 Schuss zusätzlich tragen. Aber scheinbar ist dem nicht so. Okay, gut. Gehen wir zu Kai Leng. Das ist es. Alle wachsam bleiben. Den Raum kennen wir. Wir müssen die Proteane VI finden. Ja.
Das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tiegel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können. Aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Dann können Tiegel und Citadel gemeinsam die Reaper aufhalten? Das ist korrekt. Die Reaper haben die Citadel gebaut. Die Pläne für den Tiegel hat uns der vorherige Zyklus hinterlassen und vor dem waren zahllose andere Zyklen. Irgendwann, schwer zu sagen wann genau, wurden die Tiegelpläne für den Einsatz des Katalysators angepasst. Wahrscheinlich war der Tiegel nicht mächtig genug, um die Reaper zu besiegen. Wir setzen ihre eigene Technologie gegen sie ein. So ist es. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Tiegel fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Schreiben Sie uns noch nicht ab. Wir werden es zu Ende bringen. Wir bringen den Tiegel zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edie, ich brauche Hackett. Nicht so schnell. Sie sollten doch nicht zu lange bleiben.
Okay. Besiegen wir Kai Leng. Und zwar ist es auch wieder diesmal, wir müssen seine Schilde besiegen. Und sobald wir das gemacht haben, wird er sich wieder regenerieren, wird ein paar Ads holen. Ja, in dem Fall jetzt hier so ganz normale Cerberus-Sturmschützen, die gar nichts können. Und es wird halt immer schwieriger. Zack. Wir müssen halt gucken, dass er nicht an uns rankommt. Fuck. Das ist mir tatsächlich beim ersten Mal nicht passiert. Wie wäre es mit einer ersten Hilfe? So. Wegrennen. Schild regenerieren. Ganz wichtige Sache. Und Kai Leng besiegen. Ganz wichtige Sache. Das Blöde ist, irgendwann ist unsere Munition alle. Und wir müssen auf unsere Kollegen vertrauen. Okay. So, zweite Phase geschafft. Wie geht's den Feinden? Kaputt machen. Okay, Edi ist down. Erste Hilfe. Denn wir brauchen unsere Kollegen. Mehr als alles andere. So, wie wär's mit ein paar Granaten? Schade. So, Javik. Boah, du bist down. Schade. So, erstmal wieder aufstehen, Javik. Und Kai Leng besiegen. Ganz wichtig. So, ich glaube, vier Phasen gibt es insgesamt. Also, einmal wird er noch Ads holen. Und dann dürften wir ihn tatsächlich besiegen können. Irgendwie sowas war's. Ich möchte bitte mit der Suppressor schießen. Die macht nämlich deutlich mehr Schaden. Allerdings nimmt er gerade keinen Schaden. Ist gerade. Aha. Okay. Sie sind auf der Citadel geflohen. Sie sind auf Tessia geflohen. So, das Gemeine ist, dass wir jetzt Phantome haben. Die halt wirklich böse sind. So, ich habe keine Munition mehr. Schade. Gut, dann muss es die Suppressor machen. Vielleicht nicht, aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Okay, erste Hilfe. Wie gesagt, das ist tatsächlich ein sehr anstrengender Kampf. So, wo ist Kai Leng? Wo ist Kai Leng? Hallo, wo bist du? Da. Schade. So, aber jetzt machen wir ihm Schaden. Okay, das war's. Mit der letzten Kugel. Ach, da liegt sogar Munition rum. Was zum Teufel? Shepard! Pass auf! Nein, so nicht. Das war für Kirahi, du Hurensohn. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitschaft. Ich halte sie auf.
Und damit ist zumindest die Cerberus-Basis besiegt. Okay. Gut. Wir sind zurück auf der Normandy. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Ah, Anderson. Hi. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen, so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Okay. So, wir haben eine neue Mission. Priorität Erde. Die letzte Mission des gesamten Spiels. Schauen wir nochmal kurz hier rein. Wir haben nicht Cerberus Tigel. Wir haben beim Tigel auf jeden Fall das Reaper-Herz als neue Hilfe. Was auch immer das bedeuten soll. Das habe ich selbst nicht so ganz rausgefunden. Die Informationstexte dazu habe ich mir nicht durchgelesen. Ich finde, irgendwo ist auch... Sollte eine Schranke sein. Okay, gut. Gehen wir mal hier rein. Ja, das kann ich verstehen. So, wir werden mit einer... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Okay. Schauen wir mal. Noch am Leben von Grace Sato. Commander Shepard, ich wollte nur sagen, dass ich tief in Ihrer Schuld stehe. Nicht nur, weil Sie mein Leben gerettet, sondern auch, weil Sie mir einen neuen Sinn aufgezeigt haben. Nach unserer Tortur bei der Sicherung der Basis auf Ontarom weiß ich nun, dass ich mehr zu bieten habe als bloß technisches Fachwissen. Grace Sato, Systemtechnikerin dritten Grades. Okay. Gut, was wir jetzt machen, ist eine kurze Bordtour. Die geht tatsächlich relativ kurz. Es sind nochmal so ein paar letzte Worte unserer Crewmitglieder, bevor wir ja in den Feierabend gehen. Gut, hi Joker. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der Turianische Spectre beobachtet hat? Nein, Liz. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Perfekt, können wir so machen. Commander? So, Edi? Die Normandy ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück bringt. Perfekt. Wie sieht's aus, Edi? Gibt's größere Fragen? Nein. Kleine vielleicht? Nein. Ungelöste Probleme? Das Landungssystem der Normandy könnte ein modulares Upgrade vertragen. Haben Sie einen konkreten Vorschlag? Das Andocken würde stark vereinfacht, wenn wir 6 metallische Tentakel anbringen würden. Ihr Timing lässt immer noch zu wünschen übrig, Edi. Okay, sehr gut. 6 mechanische Tentakel, alles klar, machen wir. Bei Gelegenheit irgendwann anders, wenn die Normandy wieder gebraucht wird. Denn jetzt wird sie wahrscheinlich erstmal ausrangiert. Gehen wir erstmal zum Aufzug. Wir wollen zum Crewdeck nochmal mit ein paar Leuten quatschen. Mit wem eigentlich? Ich glaube, Ashley ist da und
Boah, wir gucken mal. Ich habe das alles nicht so hundertprozentig im Kopf. Wisst ihr ja, ich bin ja immer jedes Mal aufs Neue überrascht, wie groß unser Schiff doch ist. So, hi Ashley. Cerberus ist endgültig Geschichte. Oh ja. Ich will nicht wieder davon anfangen, aber ich bin froh, dass Sie daran aktiv beteiligt waren. Es fühlte sich richtig an. Verstehen Sie? Ja, ich finde auch gut, dass du beteiligt warst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Ende von Cerberus noch erlebe. Umso besser. Oh ja. Wir haben dort viel Gutes getan. Das haben wir. Commander? Okay, gut. Dann geht's jetzt einmal hier rüber. Männertoilette wollen wir nicht hin. Ne, hier ist nix. Hier ist nur die Bar. Hier könnte dann eventuell eine besoffene Tali rumhängen, aber es tut sie nicht. Gut, dann gehen wir mal zu unserer liebsten Freundin Liara. Wenn sie denn aufmacht. Das Informationsnetzwerk. Perfekt. Kriegen wir hier nochmal was Neues? Ja, Forschungsdaten von Pragya. Nehmen wir Kräfteabklingzeitbonus. Klingt gut. Terminal wurde aktualisiert. Was haben wir? Broker-Terminal. E-Mail von Captain A. Reynolds an Miranda Lawson. Miss Lawson, die Allianz möchte Ihnen ihren Dank für Ihre Unterstützung aussprechen. Mit den Informationen über Cerberus, die Sie uns haben zukommen lassen, konnten wir geplante Überfälle auf unsere Versorgungskonvois umgehen. Wir würden Ihnen ja zusätzliche Ressourcen anbieten, aber uns wurde mitgeteilt, dass Sie mittlerweile über einen privaten Jäger der F-Klasse verfügen und sich mit früheren Kollegen zusammengetan haben. Außerdem scheint es so zu sein, dass mehrere Cerberus-Basen von privaten Spezialeinsatztruppen angegriffen wurden, die keiner bekannten Gruppierung angehören. Die Allianz kann derartige Operationen offiziell nicht gutheißen oder auch nur bestätigen, dass sie überhaupt stattfinden. Viel Glück, Miss Lawson. Okay. Und Liara? Sehen, Liara. Gut. Ich mache mir mehr Sorgen um Sie als um mich. Lächerlich, nicht wahr? Sagen Sie mir einfach, wenn Sie bereit zum Aufbruch sind. Sind wir. Sagen Sie einfach nur Bescheid. Ja, okay. Machen wir. So, dann gehen wir noch kurz zu Dr. Chucky. Dr. Chuck, was? Hallo, Doktor. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Stimmt. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Und ich auf Danke, Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Danke. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson. Okay, das kennen wir bereits. Gut. Dann gehen wir noch mal eben schnell eine Runde nach hinten zu Garrus. Mal gucken, was unsere Kanonen Danke, machen. Doktor. Guten Tag. Oh, huch. Oh, wir haben nur, Ich wollte mich nur verabschieden und dann, also... Muss sich einer meiner Kiefer in Ihrem Helm verhakt haben? Das könnte zu einem Riss geführt haben und ich habe ihn gebeten, mal nachzusehen. Naja, Sie wissen schon, wegen des Infektionsrisikos. Wir wollten ja nicht die Mission gefährden. Also... Genau. Ja, nee, ist klar. Ich freue mich für Sie. Für Sie beide. Danke, Shepard. Danke. Es hilft bestimmt, wenn man etwas hat, zu dem man zurückkehren möchte. Wieso zurückkehren? Das ist nur eine kurze Affäre, Vakarian. Ich will nur deinen Körper. Du bist so gemein. Und es macht mir überhaupt nichts aus. Kila Selai, Shepard. Kila Selai. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Mit Sicherheit. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Das kriegen wir hin. Dies später vielleicht. Shit, ich wollte das Gespräch nicht unterbrechen. Es tut mir leid, das war tatsächlich nicht extra. Ich dachte, er wäre durch. Naja, gut. Aber er hat jetzt auch nicht wirklich noch was Interessantes gesagt. Einfach nur, dass wir Cerberus kaputt machen müssen. Beziehungsweise das schaffen werden und das... Es wird alles irgendwie. So, letzte Etage für diesen Part. Ganz schnell kriegen wir das noch hin. Und zwar wollen wir sprechen. Erstmal mit unserer Reporterin. Hi. Hi. In Ordnung. Hallo. Sind Sie in Ordnung? Aha. Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? War. Tut mir leid. Die Reaper sind nicht mal gelandet, um zu ernten, sondern haben direkt aus dem Orbit das Feuer eröffnet. Weil die Reaper Industriegebiete bombardieren und wir Fabriken haben, die Ferngläser herstellen. Fabriken hatten.
Wir werden sie besiegen. Ja. Okay. Das war's mit Alice. Keine große Nachrichtengeschichte mehr oder so. Einfach nur ein kleiner Abschied und Hass auf die Reaper. Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Sehr gut. Und Commander, was immer heute auch geschieht, es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Machen wir. Donnelly? Viel Glück bei der Mission. Heizen Sie den Reapern ordentlich ein. Ei. Wird gemacht. Lassen Sie auf sich aufschauen. Sie auch, Donnelly. Genau, Sie auch, Donnelly. Hi, Javik. Ich bin für alles bereit, was vor uns liegt, Commander. Die Reaper haben die Galaxie lange genug heimgesucht. Es ist Zeit, diesen Albtraum zu beenden. Der Tod meiner Soldaten wird gerecht werden. Die Ereignisse im Kronia-Nebel waren nicht vergebens. Der letzte Proteaner erwartet ihren Befehl. Okay. In meinem Zyklus gab es keine letzte Schlacht gegen die Reaper. Ein großer Augenblick liegt vor Ihnen, Commander. Und vor Ihnen. In meinem Zyklus gab es okay, keine letzte gut. Schlacht gegen die Reaper. Dann soll es das für diesen Part gewesen sein. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Es steht noch die Shuttlebucht vor uns. Und dann geht es los fürs große Finale. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Keep Gaming und ciao.